ist das die Begründung. Internet auf gar keinen Fall per Mobilfunk. Das ist erstmal technisch auch nicht möglich, wenn man irgendwo in der Luft ist. Das Ganze wäre per WLAN möglich, aber auch nur dann, wenn das Flugzeug internes Bord-WLAN hat. Das haben aber immer mehr Flieger, gerade auch auf Langstreckenflügen, zum Beispiel bei der Lufthansa ist das so, da wird gerade die Kurzstrecke getestet. Also da kann man in der Regel eben dann ja auch im Internet surfen per WLAN. Was natürlich nicht kostenlos ist. Genau. Das kostet ungefähr 20 Euro.